Servusle, schön, dass ihr wieder reinschaut bei einer Runde Minecraft mit dem Voucher, mit dem Alderle. Wir legen uns kurz ab, essen was, dann gehen wir los. Der zweite Überweg muss gebaut werden von der Hochparterre, also von der Hochebene, rüber in Richtung Schneebiom. Da haben wir uns für eine Brücke entschieden, weil ich will da keine Treppen nach unten bauen und dann wieder nach oben und so. Unten fährt die Bahn später, oben geht der Pferdeweg entlang. So, erstmal futtern. Jetzt habe ich auch schon mal rumgeschaut. Wir hatten nämlich in einer Kiste noch Posts übrig vom letzten Bau. Vorhaben, was ist das letzte? Das letzte, das wir hier gemacht haben, wahrscheinlich. Und zwar diese magischen Holzposts, mit denen kann ich auch diese Zaunelemente bauen. Deswegen gehen wir uns jetzt Magieholz holen. Da müssen wir aber rüber. Da müssen wir rüber ins Schneegebiet. Das machen wir jetzt. Ich möchte mit Magieholz, also wir müssen da ein bisschen den Weg der Birke verlassen, damit wir hier nicht alles gleich haben. Also hier ist ganz klar alles gebirgt, ne, um das Loft herum. Alles schön mit Birkenholz gemacht, so möchte ich das haben. Die Felder drüben sind Fichte, glaube ich, gewesen. Also die drüben, die Gemüsefelder, das soll dann auch so bleiben. Das wird dann auch entsprechend später ausgebaut. Wir müssen ja noch ein paar Gemüsesorten anpflanzen drüben. Vielleicht sogar mal eine Liste erstellen, was genau in der Stadt alles angenommen wird noch. Und die kompletten Gemüsefelder dann drüben aufgebaut. Und dann alle halbe Jahr gehen wir einmal Smaragde holen. So, unser neuer Weg, ne? Wie sieht's hier aus? Seid ihr schon nachgewachsen? Nee, noch nicht. Muss man nachher nochmal gucken. So, jetzt schauen wir mal hier rüber. Wie geht denn das weiter? Wir haben hier auf jeden Fall Quarzit-Pflasterstein. Das können wir ja schon mal machen. Bis davor müssen wir sowieso. Dann hauen wir den schon mal rein. Dann ist das schon mal erledigt. Dann holen wir Magieholz. Und dann werden wir hier drüben ganz klassisch den Pfad der Birke verlassen. Hier einfach ein ganz klarer Schnitt. Keine Birke mehr. Und dann kommt dann Magieholz rein. Vielleicht aber auch bis zur Hälfte der Brücke den Birkenholz. Müssen wir mal gucken, wie es aussieht. Ein Schnitt ist auf jeden Fall drin. So ist das, wenn es sich thematisch ändert. Und alles, was innerhalb des Schneegebiets passiert, wird dann mit Magieholz gebastelt. Dann haben wir da so ein bisschen ein Erkennungsmerkmal, will ich es mal sagen, weißt du? So. Gehen wir von da vorne am besten, sonst fliegst du nämlich runter. Das bleibt natürlich. Langsam, langsam. Jo, das war zu viel. Einer zu viel. Einer ist immer zu viel da. Das kann jetzt auch weg, dann sieht es einfach hübscher aus. Oder? Hier, damit das auch richtig schön flach ist. Ah, jetzt weiß ich wieder, was ich machen wollte. Sollten wir auch, bevor wir rübergehen, Werkzeug. Ich habe ja extra gerade ein bisschen Zeugs rangeholt für Werkzeug. Weil die Spitzhacke ist bald durch. Und unsere Holzhacke macht auch nicht mehr viel hier. So, die Axt. Hier, das links von mir muss auch weg. Das muss dann schon auf eine Ebene dann wieder gebracht werden. Hier kommt ja wahrscheinlich auch noch irgendwas hin. Wir waren ja hier noch nicht ganz fertig, ne? Das Problem, wenn ich hier aber angleich... Ja, aber es ist halt so, wie es ist. Wir können es nicht ändern. Dann muss halt das irgendwann mal gemacht werden, damit es hier schön gleichmäßig flach ist. Nach hinten, wo die anderen Felder sind, ich zeige es euch gleich, was ich meine. Ne, in diese Richtung kann es ruhig nach oben gehen. So treppenstufig, aber in diese Richtung nicht. Ne? So, mein Freund, Alterle, jetzt macht ihr kurz Werkzeug. Und ich finde es, ich muss aber ehrlich jetzt gestehen, mir gefällt es, dass das hier so ein bisschen einen angelegten Charakter bekommt. Ja, wir haben ja hier gebaut, das kann man ruhig sehen. Vogelscheuchen fehlen hier noch jede Menge. Ne? So, pass auf. Hier ist doch irgendwo eine Workbench. Da war doch die Workbench. So, was brauche ich denn drüben? Wir brauchen auf jeden Fall Äxte. Nicht so viele, eine. Wie viele Äxte brauchen wir denn drüben, Alterle? Was meinst du? Zwei müssten eigentlich reichen. Brauche ich sonst noch was? Höchstens Schaufeln. Ja, komm, wir machen uns noch Schaufeln. Habe ich zwar schon wieder eingeräumt hier, aber machen uns mal noch eine Schaufel. Die da unten ist fast noch ganz. So, das habe ich jetzt weggemacht. Danke übrigens für den Hinweis hier an den Excel und an die Bibi. Doppelklick auf den Rahmen, dann ist es wieder weg mit dem Schattenzeugs. Ne? Hat also wunderbärle geklappt. Bin ich happy über sowas. Das nervt mich dann, weißt du. Dann lebt man plötzlich mit irgendwas, mit dem man gar nicht leben will. Und ich wusste nicht mehr, dass es ein Doppelklick war. Wusste ich nicht mehr. So, wir haben zwei Äxte gemacht, zwei Schaufeln. Haben wir dabei, das passt. Jetzt müssen wir hier erstmal runterstumpen. Wo war denn der Weg? Wir hatten hier auch einen Stumpfweg nach unten. Guck mal, man sieht bis ins Schneebiet. Also hier rüber möchte ich. Da vorne werden wir natürlich zwei, drei Stufen reinmachen müssen, bis wir unten sind. Und dann gehen wir hier irgendwie rüber ins Schnee. Das schauen wir uns aber an, wenn wir drüben sind. Im Moment weiß ich nur, dass ich hier mit einer Brücke rüber will. Und das reicht mir auch schon, um glücklich zu sein, weißt du? So, langsam, langsam, langsam. Schwupp. Birkenholz ist vielleicht ein bisschen verfrüht hier schon umzusteigen auf Magieholz. Thematisch weiß ich nicht.
Aber der ganze Pfad wird ja dann magisch mit Magieholz gemacht. Ja, hier wollen wir rüber. Von da oben, ich sehe es. Hier rüber und dann hier runter den Weg. Passt schon. Kriegen wir schon hin. Das kommt wieder weg hier. Das muss schön gemacht werden mit der Bahn. Die machen wir natürlich auch noch, wenn wir hier mal die Gebiete miteinander verbunden haben. Lup. So, ich weiß auch noch nicht genau, wo wir dann hier weiterverfahren. Das schauen wir uns dann an, wenn wir drüben sind. Jetzt holen wir uns erstmal Magieholz ran. Ja, wunderbar. Und wenn wir dann mit dem Pferd hin und her reiten, dann ist die ganze Geschichte nämlich überhaupt kein Problem mehr. Wo war denn der Magiehain? Der war doch hier irgendwo, oder? Ah ja, hier war das Übungsstück vom letzten Mal. Alles klärle. Alles klärle. Super, super. Meine Jahreszeit kommt. Herbst. Der Winter steht dann auch vor der Tür. Der Frühling. All die Jahreszeiten werden wir hier zusammen durchgruschen. Ah ja, hier haben wir schon mal angefangen. Hier soll dann die Bahn hin, ne? Vorne dann in die Schlucht rein. So. Was ist denn das da oben? Da fehlt's Laub. Ich dachte gerade, da stimmt doch was nicht. Ich wollte gerade sagen, da stimmt doch was nicht. Da hat doch jemand was gebaut. Wir waren es nicht. Da fehlt einfach nur das Laub. Da war wohl jemand mit der Sense unterwegs. So, hier werden wir abgreifen. Oh, lass mich mal kurz reingucken. Haben wir da zufällig Magie-Seeds? Nee. Habe ich hier Magie-Seeds geholt und habe das dann einfach so hässlich stehen lassen? Kann schon sein. Aber weißt du, was schön ist, wie der Schnee oben drauf liegt? Finde ich schon gut. Also das Holz brauchen wir jetzt als nächstes hier, ne? Deswegen mache ich es weg. Wir müssen natürlich aber auch hier wieder Seeds nachsetzen. Das heißt, Kettensäge raus zum Glücklichsein. So. Ah ja, dann gehen wir mal hier her. Da kommen welche. Zwei Stück aber nur. Drei? Haben da jetzt drei geblüpst? Und wieso liegt hier unten auch was? Was waren das? Gehen wir hier rein. Zack. Irgendwelche Seeds? Ah ne, guck mal, wie er schlittert. Juhu. Herrlich. Hier, der ist auch nie nachgewachsen. So, ins Menü rein. Hier sind sie, vier Stück. Erde brauchen wir hier keine, jawohl, ja. Dann machen wir nämlich hier gleich das, was wir wegmachen, wieder hin. Und zwar fangen wir damit an, indem wir den hier wegmachen und einen neuen hin. So, alles klar. Gemütliches Farmen gleicht sich natürlich. Ein bisschen für Abwechslung habe ich gedacht, sorge ich mal, ich nehme eine andere Holzsorte. Ja, wir müssen ja Rohmaterial besorgen, geht ja nicht anders. So, kann sein, dass wir jetzt doch Erde brauchen. Oder schaffst du das? Du schaffst es mit einem gekonnten Sprung. So, Wunderbärle. Oh je, ich glaube, ich krieg schon den ersten Verrecker hier zusammen, Alterle. Spür's richtig. So, weiter geht's, komm. Kämpf. Fällt mal gerade was auf, Leute. Ich habe das Eisen nicht zu Refined-Eisen gemacht. Das muss ich auch noch nachholen. So, nächstes Holz. Vielleicht schaffen wir schon zumindest den Mittelsteg anzulegen. Machen wir wieder so wie drüben die andere Brücke. Drei breit mit Holz, zwei mit Cobblestone. Dann haben wir da zumindest ein bisschen Gleichheit drin. Keine Seeds mehr, ne? Dann hol dir hier den Bereich noch. Auch wieder mit der Kettensäge Seeds geholt. Hier ist noch einer, jawohl. Wieder hoch. Die verlieren nicht so viele Seeds wie das, was wir gewohnt sind, ne? Von unserem Dunkelholz, weil der erschlägt dich ja mit Seeds. Ah ja, guck mal hier. Muss man natürlich auch einsammeln, Wouch. So, jetzt schaue ich mal, zwei Stack erstmal reichen. Ich kann ja dann vor der nächsten Folge ein paar noch ranholen. So, das machen wir auch noch weg hier. Das, was jetzt einfach mal anzeichnen können. Da hätte ich nämlich jetzt schon noch Bock und die Zeit wird uns reichen, wenn wir das jetzt machen. Hier haben wir noch mal vier Seeds. Das ist gut, die kann ich hier reinhauen. Wie viel haben wir denn jetzt von dem Holz? 50. Posts musst du auch noch machen. Ich nehme gleich mal noch ein bisschen mehr mit. Ich will ja dann auch statt, so wie drüben halt, ne, so ein Post machen mit Magieholz statt mit Birke. Damit es einfach hier schon mal farblich einleitet, wenn man über die Brücke geht, dass man weiß, hey, da kommt man wohl in den Magiewald. Den man natürlich noch bauen müssen. Das ist ja nur der Anfang hier. Das sind ja nur die ersten Bäumchen vom Magiebaumwald. Heim. Wie auch immer. So, ich schwaller mich hier um Kopf und Kragen heute, ne? So, pass auf, hier geht's weiter. Den nehmen wir auch noch mit. La la la. La la lum. Wenig Seeds lassen die fallen. Wieso ist das so? Warum macht ihr hier so rum? Ich bin mal gespannt, wie es aussieht. Schauen wir uns jetzt gleich an. So, pass auf, dann hauen wir den hier noch weg. Schaffst du das? Nee, oder? Ja, da muss ich halt umbauen. Diese Umbauerei ist auch so eine Geschichte, wenn man als immer vorher schon wüsste, was man alles braucht, Alter. So, kurzer Moment. Geht gleich weiter. Dann gehen wir rüber und bauen. Da ist jetzt kein Seed rausgekommen, ne?
Jungs, macht mich hier nicht ängstlich, dass es nicht reicht. So, das nehmen wir noch mit, dann gehen wir rüber. Das müsste erstmal reichen. Wir müssen es ein bisschen aufteilen. Was davon werden Bretter, was davon werden Posts. Und dann sehen wir schon mal, wie das Ergebnis wird. Ich denke fast, dass wir das morgen fertig kriegen mit der Brücke. Dann können wir den Weg nach unten anlegen. Der fehlt dann natürlich noch. Es sind viel zu wenig Seeds hier, ne? Müssen wir mal drüben gucken. Ich habe im Lager noch welche gehabt. Jetzt wird es hier Nacht. Also die wachsen ja hier nach, die paar. Du kannst zum Beispiel weg. Du bist noch nie gewachsen und wirst auch nie wachsen. Ich kenne dich. Ich kenne deinen Vater. Hier haben wir jetzt auch kein Bett mehr. Jetzt gehen wir einfach mal rüber. Den Rest, da war wieder einer, hast du gesehen? Den Rest mache ich dann zwischen der Folge morgen, dass wir genug Material haben für die Brücke. Jetzt gehen wir rüber, pennen geschwind. Essen wieder. Das können wir aber gleich machen. Ja, so sind wir wenigstens mal wieder ein paar Folgen zwischen den Gebieten unterwegs gewesen. Hier wird die Bahn durchfahren. Schumdi, dumdi, dumdi, dumdi. Stopp, wir brauchen das hier und am besten das Ganze. Warum hat das nicht geklappt? Das Ganze ohne Global Light. Jo, Alterle, ist gut. Ist gut, vielleicht nehme ich dich mit rüber ins Bauernhaus, wenn ich dran denke. Lalala, und dich auch, und dich auch. Guckst du dir an, wie wir das hier machen, ob das gut wird? Einer muss gucken. So, ist natürlich jetzt die nächsten Folgen so ein bisschen hin und her gelaufen, auch durch die Gebiete. Aber wir können es uns ja nicht herzaubern. Aber wir können zumindest schon mal die alte Bahnstrecke hier abfahren. Dann kommen wir nochmal durch den Glasbau. Lum, lum, lum. Nee, das so können wir es nicht lassen, oder? Da haut es doch die Gondel in der Gegend rum. Das möchte ich so nicht haben. Hallo. Guck mal hier, ne? Wieder Kurven und Ecken. Ah, jetzt ist dunkel, Mist. Wir sollten uns wieder im Bett einstecken ab und zu. Und hier müssen wir auch noch schöner machen, sonst hängt er mit dem Kopf fest. Das wird gut. Das wird gut. Wieso steht denn da oben noch ein Cobblestone drauf? Der muss weg. Der muss natürlich weg. Und hier bin ich auch mal gespannt. Es gibt auch nochmal eine Riesen-Act, die Bahn dann rüber zu schleifen in diesen Schacht, den ich unten angelegt habe schon. Da bin ich auch mal gespannt, wie das werden soll, ne? Aber gut, das müssen wir halt dann ein bisschen ausloten. Wir haben ja das Koordinatensystem hier drin, also sollte schon irgendwie gehen. Hier ist, glaube ich, der Ausgang gewesen. Jetzt wird es auch gleich wieder hell. Geduldet euch noch ganz kurz, dann mache ich uns wieder hell. Hell ist es doch schöner, ne? Gut, hier ist es jetzt schon mal ein bisschen heller. Da werden wir natürlich auch schöne Lampen hier ansetzen an den Ecken, weißt du? Habe ich mir überlegt, Zaun machen wir hier keinen zwischen den Beeten. Das wird dann zu pompös, dann sind die Beete nachher so mini, das möchte ich dann auch nicht. So, erstmal pennen. Erstmal pennen und jetzt bin ich am Überlegen, haben wir noch genug? Jetzt gehen wir mal rüber, jetzt fangen wir einfach mal an, das kann man ja immer noch umbauen. Einen Anfang brauchen wir. Und zwar brauchen wir einen Anfang mit den Holzbrettern. Jep. Die waren's. Die nehmen wir. Hier rum, da müssen wir rüber. Ich bin mal drüben gespannt. Vielleicht machen wir drüben auch die Brücke so ums Eck rum. So ein Stückchen Richtung Schnee und dann erst runter, weißt du? Muss man mal gucken. Jetzt gehen wir mal los einfach. Hier kann man nachher angleichen. Das weiß ich noch nicht, ob ich es dann so lassen will. Hier wird dann eins hinkommen und hier, ne? Drei breit haben wir gesagt, die Brücke. So. Jetzt fahren wir mal dahinter. Wie viel haben wir denn von den Holzbrettern? 57. Ja, da werde ich einiges an Material farmen müssen. Kann sein, dass ich euch doch nochmal eine halbe Folge mitnehme. Material holen. Guck mal, wie das geil ist jetzt hier, wie hoch wir über dem Wasser sind. Das wird schon richtig stark. Wart mal ab, das wird richtig gut. Brauchen wir aber auch noch Quarzitpflasterstein. Ich hoffe, da haben wir noch unten. Kann sein, dass wir unten in der Mine ganz viel haben. Soll ich mal rumdrehen, gucken, wie weit es ist? Oder machen wir einfach weiter, bis wir drüben sind? Jetzt kommen wir langsam rüber. Stopp. So. Hier müsste man jetzt eigentlich schon fast... Oder soll man es... Wo war denn das Portal? Ah, guck mal. Weißt du, was wir machen? Wir reiten über dem Portal entlang, dann hier runter Richtung Schneegebiet. Das heißt, ich fahre jetzt hier direkt rein, bis wir da tatsächlich anstoßen. Dann machen wir den Weg am Portal vorbei, weißt du? Am Nether-Portal. Und da kann man ja dann... Wow! Boah, Glück gehabt. Glück gehabt, Alterle. Boah, bin ich jetzt erschrocken. Lachst du mich aus, du Stück? Du Miststück! Bin ich jetzt erschrocken gerade? Ja, klar, Voucher. Voucher live wieder. Jetzt gucken wir mal, vielleicht kann ich es von da abmessen. Das wird natürlich tierisch. Das machen wir. Wir können nämlich vom Portal zur Not das Pferd stehen lassen. Dann machen wir einen kleinen Pferdezwischenstopp rein. Denn wir können übers Portal ins Bauernhaus gelangen, ne? Natürlich kann man da dann ein bisschen rum... Wo ist denn jetzt das?
Wo ist denn der Weg, den ich da jetzt gerade gebastelt habe? Hallo? Hier drüben. Passt es überhaupt, was ich da vorhab? Au, Alter, wie knapp, geil. Und hier durch bis zum Portal. Das machen wir jetzt. Jetzt pass mal auf, jetzt müssen wir nur hier. Da muss ich jetzt ein bisschen näher hin. Habe ich noch Erde? Erde lässt sich doch am besten verarbeiten. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt habe ich natürlich gerade schon wieder die Idee, weißt du? Pass mal auf. Hier stehen wir mal drauf. Jetzt darfst du aber auf keinen Fall die Taste loslassen, Wautschel. Bin ich jetzt gerade erschrocken. Ich dachte, wenn wir jetzt auf die Erde da unten draufknallen, dann ist vorbei. So, reicht es schon? Wieder die Shift-Taste? Nee. Lieber langsam machen, als runterfliegen. Mach mal lieber eine mehr. Genau, hier wieder zurückstanden aufs Holz. Jetzt reicht's. Alles klar. So, dann kann das hier wieder weg. Dann machen wir hier eine hoch, dass wir drauf stehen können, genau. Hier mal ganz kurz eine hin, bis wir oben sind. Perfekt. Wisst ihr, was ich vorhab, ne? Wir haben doch dieses Nether-Portal oben im Schnee. Das lassen wir ja da stehen einfach. Ich muss mich jetzt ein bisschen konzentrieren. Kurzer Moment, seid mal nicht böse. Ich will nicht wieder runterfliegen mit ihm. Bup, bup, bup. Wieder zurückgelaufen, genau. Lieber langsam, Voucher, und sicher. Genau, dann halt nochmal gedreht. Wieder den... Ich muss hier mal ums Mikrofon rumgucken. Ich bin so leicht angeschlagen, merke ich gerade, Leute. Also wundert euch nicht, falls ich euch ein bisschen komisch vorkomme oder so. Ich merke, dass sich da irgendwas anbahnt gerade, was ich gar nicht brauchen kann eigentlich. Hopf da mal hin. So. So. Kriegen wir das von hier gebaut? Bam, voll ins Gesicht. Bam, bam. Da müssen wir natürlich hier unten das Gelände dann ein bisschen angleichen. Das ist jetzt schon noch ein Stück Weg. So, pass auf, das machen wir jetzt weg. Dann haben wir's. Haben wir noch Magieholz? 10 Stück nur noch. Bah, das ist nicht viel. Das reicht aber. Das muss man natürlich sehen, wenn es fertig ist. Das wird ein bisschen länger dauern, weil wir ja auch noch Stützpfeiler brauchen für die Brücke. Lalala. Hängebrücke fand ich übrigens auch eine coole Idee. Da werden wir aber ein extra Plätzle dafür finden. Die möchte ich jetzt hier, wollte ich die nicht hinbauen. Deswegen habe ich jetzt hier auch einfach stur weitergemacht. Nimm mal die da. Das ist natürlich jetzt die Frage. Ich glaube, den Baum mache ich weg. Ich glaube, den Baum mache ich weg. Der stört mich gerade so ein bisschen. So. Wir müssen noch Magieholz holen. Nicht wenig. Den kann man dann wegmachen. Das ist perfekt. Dann kann man das hier schon mal zusammen basteln. Den mache ich dann von unten gleich noch weg. Das machen wir noch in dieser Folge. So, weiter geht's. Stopp. Wir brauchen wieder Magie. Ich würde sagen, bis wir zum Post... Da ist doch noch. Wieso hat dann die nicht nachgezogen? Bis wir zum Postings kommen, Leute, vergeht noch Zeit. Deswegen habe ich das jetzt hier komplett gebastelt. Was machen wir hoch? Das machen wir hoch. Das machen wir hoch. Birkenholz kann hoch. Passt. Ne? Jetzt machen wir erstmal eins nach dem anderen. Baum muss noch weg. Denkst du nachher mit dran? Weiter geht's. Weiter geht's. Stopp. Hier ist wieder ein Baum. Jetzt ist die Frage allerdings, wann ich hier auf den Berg dann treffe. Wo ist denn die Sense? Hm. Mal hier unten mal weg. Okay, super. Oh, das wird stark. Das wird stark. Und vor allem haben wir dann echt die Möglichkeit, eine Abkürzung zu nehmen zum Bauernhaus. Denn die Portale sind in irgendeiner Weise miteinander verknüpft. Ich muss das mal noch rausfinden, was ich anstellen muss, dass wirklich dann auch, dass wir gezielt landen, weißt du? Bis jetzt war das immer willkürlich. Du darfst von mir aus bleiben, da hätte ich jetzt kein Problem. Du musst weg, das kann man schon mal gleich machen. Erstmal hier, so, pass mal auf, pass mal auf. Du weg. Ihr müsst beide weg, ihr müsst beide leiden. Leider müsst ihr beide weg. Oh yeah, hat keinen Zweck, oh yeah. Schön, wir haben auch noch ein bisschen Zeit, also wunderbar. Das läuft alles ganz gut gerade. Hier mit Erde, schwupp, 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 schwupp. Du auch weg, ja. Ich bin jetzt mit der Maus hin. Was ist denn das da hinten, was da so raussteht? Hä? Das heißt, da fehlt entweder was oder es ist einfach so. Da waren wir noch nie, oder? Guck mal da hinten die Plattform, wo jetzt das Kreuz ist. Müssen wir uns mal angucken, die Tage, wenn ich es nicht vergesse. Das wirkt sehr, sehr komisch. Nicht, dass da eine Sehenswürdigkeit ist direkt ums Eck, weißt du? So, wie hoch bist denn du noch, Alterle? Mach das mal weg hier. Jo, da müssen wir noch einen ganzen Meter hoch. Alles klar. Ja, ist jetzt halt ein Rumgebastel, aber weißt du was? Das wird wunderschön, ich spüre das schon. Und wir werden nachher einen richtig geilen Weg haben. Oberirdisch und unterirdisch. So, du bist jetzt erledigt, ne? Dann kann ich das Laubwerk hier wegmachen. Naja, der sieht jetzt auch ein bisschen komisch aus. Hier ist auch Lava, da hinten ist noch Lava, Leute. Da ist noch Lava. Wo war diese Birke jetzt, die auch noch weg sollte? Hä? Muss ich
gucken, wo ist die Birgit? Ah, da kommt sie. Hier kommt sie. Hier kommt sie angeschossen, die kleine Birke mit den Sommersprossen. Sie hat ja auch wirklich Sommersprossen, gell, am Stamm. So, wunderbar, das da hinten müssen wir uns mal noch angucken, das irritiert mich jetzt ganz stark. So, sammeln mal die Seeds ein, Birkenseeds kann man immer gebrauchen. Muss wieder irgendwas hochgelagert werden. Was machen wir denn hoch? Das da machen wir hoch, Birke machen wir hoch, das machen wir auch hoch. Tannenzapfen darf auch hoch, Birke darf hoch, das hier weg, Loami Dirt hoch. Guck mal, wie viel Zeug sich da sammelt. Wahnsinn, oder? Dabei machen wir gar nichts. Sondern einfach nur hier rumlaufen und einsammeln. So, pass auf. Jetzt kann das auch weg, genau. Der muss auch weg. Genau, dass der mir nicht nachwächst. So, die anderen würde ich stehen lassen, wenn es geht. Jetzt müssen wir eigentlich nur gucken, dass wir hier wieder hochkommen. Zu unserem. Das kann auch weg, das sieht blöd aus. Können wir ja mit der Schere irgendwann noch ein bisschen ausgleichen. Das ein oder andere. So. So. Okay. So heißt, es geht los. So. Und schon wieder so gesagt. Hammer. Alles klar. Boah, ich muss gucken. Ich brauche heute auf jeden Fall, muss mir eine Zitrone nachher gleich mal reinklopfen. Eine Zitrone und irgendwie ein Ingwertee oder sowas. Und ein Fleisch wegen Eiweiß, dass ich nicht krank werde. Ich spüre es gerade direkt, wie sich was anbahnt. Das muss jetzt ja nicht unbedingt sein. Oh Gott, ist das eine Riesenbrücke. Jetzt sind wir da, oder? Sind wir jetzt da? Ja, sag mal, wo bin ich überhaupt noch da, wo ich sein will? Ha ja? Dann ist da drüben das Portal drin. Ah, ich erinnere mich, das war der alte Heimweg. Da müsste hier das Portal sein, in die Richtung, wo wir jetzt stehen. Genau, da ist das Portal drin. Dann würde das bedeuten, wir kommen hier die riesenlange Brücke rüber vom Feld. Alter, wie wir das Gebiet miteinander verbinden. Und hier würde ich dann... die Brücke hier rüber schleusen und hier machen wir dann wieder Weg. Das heißt, hier kriegt die tatsächlich eine Kurve, diese Brücke, die wir hier basteln. Das machen wir. Das machen wir. Alles klar. Dann würde ich fast sagen, wir machen heute eine Folge, die nicht ganz so lang ist, weil ich jetzt gleich nur noch Material holen gehe. Der kommt weg. Der sieht wüst aus. Kann man da kurz rüberhopfen? Na, so nicht, Alterle. So nicht. So. Das wird cool. Das wird cool. Da müssen wir natürlich noch ein bisschen ausdünnen und rummachen hier. Der ein oder andere Baum wird hier auf jeden Fall noch weggehen. Und dann machen wir hier drüben ums Eck rum zum Portal. Das wird gut. Das kommt zum Beispiel das da muss schon mal weg. Weil hier kommen wir nämlich auf drei Breite, schon allein durchs Holz. Also die werden beide wahrscheinlich wegfliegen. Der muss wahrscheinlich weg, weil wir ja noch die Cobblestones hinmachen wollen. So, jetzt will ich nur ganz kurz was testen, bevor ich euch dann entlasse in den Tag. Guck mal, man sieht's Luft von hier. Oh, das wird richtig gut. Wir verbinden das. Das wird richtig, richtig gut. Wenn das fertig ist irgendwann, ziehe ich uns mal die große Map. Auf der sieht man das dann bestimmt wunderschön. Hier will ich jetzt nur ganz kurz was antesten. Wir machen mal hier die ersten drei. Soll es ja breit werden. Und jetzt brauche ich hier mein Cobblestoney. Das soll drei breit werden. Und entsprechend hier der Cobbler hin. War das ein 1er Cobblestone oder war das drüben 2 breit? Das war 2 breit, ne? Ich will die Brücke von der gleichen Konstitution, sage ich schon. Ey Leute, ich muss mich jetzt echt mal mit Vitamine vollpumpen. Ich habe voll Angst jetzt, dass ich krank werde gerade. Ich merke es richtig, wie ich so halb da bin nur. Kennst du das, wenn du so in Watte gepackt dich fühlst? Ne, wir haben nur einen Cobblestone hingemacht und die Posts dann drauf. Alles klar. So machen wir das hier auch. Dann machen wir morgen einfach weiter. Ich würde sagen, das basteln wir jetzt das Projekt zusammen. Egal, ob wir farmen müssen oder nicht. Dann kriege ich das auch wunderbar hin. Bis morgen, Leute. Schön, dass ihr da wart.